Also sind die Stufen der Religion drei, der Islam, der Iman und der Ihsan. Al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Arkan al-Islam. Man yadhkur li Arkan al-Islam kam? Man yadhkur li Arkan al-Islam? Die Säulen der Religion, des Islam. Wer erwähnt die fünf Säulen der Religion? Na'am. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله تشهد يعني تنطق بلسانك وتعتقد بالقلب وتعمل بالجوارح وبالقلب على ماذا؟ نعم. Und die erste Säule des Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt, der der Anbetung und würdig ist außer Allah und dass der Prophet Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und dass du bezeugst, bedeutet, dass du mit der Zunge aussprichst, im Herzen fest daran glaubst und mit deinem Körper die Taten machst. شهادة لا إله إلا الله تقوم على ركنين. لو أسقطنا ركن انهار البناء. لابد من ركنين في شهادة لا إله إلا الله. حتى يقوم البناء. البناء يقوم على ركنين. نعم. Das Zeugnis La ilaha illallah steht auf zwei Säulen. Wenn du eine dieser Säulen wegnimmst, würde dieses ganze Gebäude ineinander stürzen. لابد في La ilaha illallah من نفي وإثبات كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم. Und kein Zweifel, man muss erstmal bei La ilaha illallah eine Sache ablehnen und danach die andere Sache bestätigen. Man lehnt erstmal den Unglauben ab und danach glaubt man an Allah. كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. هذا ركن. نعم. Alles, was außer Allah angebetet wird, ist eine ungültige Anbetung. Und das ist die erste Säule. المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الثاني. Und der Einzige, der die Anbetung verdient, ist Allah, der Erhabene. Und das ist die zweite Säule. ولهذا معنى لا إلا الله لا معبود بحق. يعني كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. So bedeutet La ilaha illallah, dass alles, was außer Allah angebetet wird, ungültig und falsch ist und nur Allah, der ist, der die Anbetung verdient. Und das Zeugnis, dass Muhammad der Gesandte Allah ist, das hat auch zwei Säulen. Und zwar, dass der Prophet Muhammad ein Diener ist, der keinen Anteil an der Herrschaft Allahs hat. ورسول أرسل الله سبحانه وتعالى واختصه عليه الصلاة والسلام بالرسالة فلا يكذب. نعم. Aber er ist auch gleichzeitig ein Gesandter, den Allah zu den Menschen gesandt hat. Das heißt, man muss an ihn glauben und man darf ihn nicht der Lüge bezichtigen. ومقتضى شهادة أن محمد عبد رسوله طاعته فيما أمر أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. نعم. Und wenn man sagt, dass der Prophet der Diener und Gesandte ist, bedeutet es, dass man ihn darin befolgt, was er einem befiehlt. Und dass man den Propheten bestätigt in allem, was er sagt. Und dass man alles unterlässt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat. وألا نعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رد على المبتدع نعم. Und dass wir Allah nur so anbeten, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم uns gezeigt hat, und das ist ein Beweis gegen diejenigen, die Neuerungen machen. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. نعم. Die zweite Säule der Religion des Islam ist das Gebet. الصلاة عندنا صلاة خمس مفروضة صحيح؟ أي نعم وصلاة الجمعة صلاة الجماعة ما حكم صلاة الجماعة؟ نعم Und wir haben fünf Gebete, die uns zur Pflicht gemacht wurden und das Freitagsgebet. Was صلاة ist das Urteil über das Gebet in der Gemeinschaft? صلاة الجماعة واجبة على من؟ على الرجال البالغين صحيح؟ أي نعم Und das Gebet in einer Gemeinschaft, in der Moschee, ist Pflicht für die Männer, die schon die Reife erreicht haben. فأي إنسان رجل مسلم ما يأتي للجماعة ولا يصلي مع الجماعة اسأله
Und frag also jeden Muslim, der ein Mann schon geworden ist und in der Reife und der nicht in der Moschee betet, frag ihn mal. تسألوش تقول له. Was fragst du ihn? تقول هل أنت تحيض؟ لماذا لا تأتي الجماعة؟ لعلك تحيض. لأن المرأة إذا كانت تحيض معذورة من حضور الجماعة. لكن الرجل ومسلم وما يأتي جماعة تقول إما أنك تأتي أو لعلك يتك الحيض ممكن. Also du fragst jetzt diesen Mann, der nicht in die Moschee kommt, hast du deine Tage? Weil eine Frau, die ihre Periode hat, kommt nicht in die Moschee, muss nicht beten. Aber ein Mann, der gesund ist und kräftig ist und nicht in die Moschee kommt, entweder er muss kommen oder er hat seine Tage. ما حكم ترك الصلاة تارك الصلاة أو ترك الصلاة؟ Was ist das Urteil darüber, wenn jemand das Gebet nicht betet, sondern unterlässt oder das Gebet in der Gemeinschaft nicht betet? Man يعرف. Wer weiß. حكم من يترك صلاة الجماعة أو لا يصلي أن تأخذ بيديه وتحضر المسجد. يقول والله ما أترك للشيطان. هذا حكمه. فهم مفهوم يا شيخ؟ إذا ما تترك أحد. لأن بعض الناس يريد أننا نخرج هذا ونكفرهم ونرتاح. لا. حكم هذا أنك تأخذ بيده وتحضر إلى المسجد هذا حكمك أنت الآن مفهوم؟ نعم. Das Urteil ist, dass wir diejenigen, die hier beten, jemanden an der Hand nehmen, der nicht in der Moschee betet, ihn nicht loslassen, bis wir ihn auf schöne Art und Weise in die Moschee gebracht haben und er mit uns betet. ولهذا الآن الأصل أن نأتي بالأولاد إلى المساجد لكن بشرط أن نحافظ عليهم بالمسجد ويحافظوا على المسجد من باب عدم التشويش وعدم رمي الأوساخ وكذا نعم. Und so gehört es sich uns, dass wir mit unseren Kindern zu dieser Moschee kommen, mit der Bedingung, dass diese Kinder diese Moschee nicht beschmutzen oder die Leute im Gebet durcheinander bringen, damit die Kinder lernen, in der Gemeinschaft das Gebet zu beten. طيب من يذكر لي الصلوات الصلاة التي عند أي صلاة من الصلوات عنده من يذكر لي؟ Wer erwähnt ein Gebet, eines dieser Gebete. أول شيء الصلوات المفروضة الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم. Und die fünf Gebete, die Pflicht sind für einen Muslim am Tag, sind das Morgensgebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Nachtgebet. Al-Fajr, kam Raka'a? Raka'atayn. Naam. Das Morgensgebet hat wie viele Gebetseinheiten? Zwei. Wal-Dhuhr, wal-Asr, wal-Isha? Arba Raka'at. Und das Mittags- und Nachmittagsgebet und das Nachtgebet haben vier Gebetseinheiten. Wal-Maghrib? ثلاث ركعات. Das Abendgebet hat drei Gebetseinheiten. هذا عدد الصلوات المفروضة الخمس صحيح؟ نعم und das sind die Anzahl der fünf Gebete. أي صلاة رباعية ذات أربع ركعات يعني الظهر والعصر والعشاء إذا كنت مسافر تصليها ركعتين مقيم تصليها أربع ركعات نعم und diese Gebete die vier Gebeteinheiten haben wie zum Beispiel das Mittags- und Nachtgebet. Wenn du auf der Reise bist, betest du davon nur zwei. Und wenn du zu Hause bist, betest du vier. وللمسافر والمقيم له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. Und für denjenigen auf Reise, er darf zwischen dem Mittag und Nachmittag Gebet verbinden. صلاة الجمعة. نعم. Das Gebet am Freitag. صلاة الجمعة تصلى في يوم الجمعة. Das wird am Freitag gebetet. في وقت صلاة الظهر. In der Zeit des Mittagsgebets. لابد أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتين. نعم. Und es müssen vor dem Gebet am Freitag, vor dem Jumu'ah-Gebet, müssen zwei Predigten gehalten werden. ركعتين. يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم. Und danach betet der Vorbeter zwei Gebetseinheiten laut. تقوم مقام الظهر إذا صلى الجمعة لا يصلي الظهر في هذا يوم الجمعة. نعم. Und dieses Gebet ersetzt dann das Mittagsgebet für diesen Tag Freitag. غير من الصلوات التي نصليها.
النوافل. السنن الرواتب يعني سنن مرتبة مع الفرائض. الله يفتح عليك. نعم. Außerdem gibt es noch Gebete, die wir beten, und das sind freiwillige Gebete mit und neben den Pflichtgebeten. ركعتين قبل الفجر. Zwei Gebetseinheiten nach der, vor dem Morgengebet. وأربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين قبل الظهر. Oder vier Gebetseinheiten vor dem Mittaggebet oder auch zwei. وركعتين بعد الظهر. Und zwei nach dem Mittaggebet. وركعتين بعد المغرب. Und zwei nach dem Abendgebet. وركعتين بعد العشاء. Und zwei nach dem Nachtgebet. غير هذا من الصلوات اللي نصليها. نعم. صلاة الليل. صلاة الوتر. نعم. Und dann gibt es noch andere Gebete, die wir beten, und zwar das Gebet in der Nacht. أقل عدد للوتر كم؟ أني أعلم. 11. أقل. لا حول. إخواننا لا يتكلم. هذا أصل الأمر. يقول أقل عدد أقل الكمال لصلاة الوتر ثلاث ركعات. نعم. Und das Mindeste, was man als Witzel, also als Nachtgebet betet, vor dem Schlafengehen, ist drei Einheiten. Und dann, wenn es noch weniger muss, also sein soll, dann ist es eine Einheit. Und die Sunna ist, die höchste Anzahl in der Sunna ist, dass man 11 Gebetseinheiten betet. Salat al-Tarawih tusalla في رمضان جماعة في المساجد. نعم. Und das Tarawih-Gebet wird in Ramadan in den Moscheen in einer Gemeinschaft gebetet. أما قيام الليل يصلي في كل أيام السنة. نعم. Doch dieses Nachtgebet, dieses Nachtgebet, also das Qiyam al-Layl, darf man jede Nacht im Jahr beten. طيب. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان الإسلام. الصلاة. الصلاة ذكرنا الثاني. الصوم. الصيام شهر رمضان وسوف يكون لنا إن شاء الله تعالى درس كامل في الصيام. نعم. Und eine weitere Säule des Islam ist das Fasten im Monat Ramadan. ثم danach الركن الرابع الزكاة. نعم. Danach als drittes die Pflichtabgabe, also die Zakat. ثم الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا صلى الله عليه وسلم الحج. Die Pilgerfahrt zum Hause Allahs, derjenige, der dazu die Möglichkeit hat, möge Allah uns dazu bringen. المرتبة الثانية من مراتب الدين. Die zweite Stufe der المرتبة الأولى الإسلام. كان الإسلام خمسة. نعم. Die zweite Stufe der Religion ist, also jeder soll sie nennen. Die ersten, also im Islam waren es fünf Säulen. Naam. Al-Ihsan. Al-Iman. Al-Martaba al-Thaniya al-Iman. Naam. Die zweite Stufe der Religion ist der Iman. Al-Iman عند أهل السنة والجماعة. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. سأل الله جعلنا وياكم منهم. لابد في التعريف من أمور خمسة. في التعريف الإيمان من أمور خمسة. نعم. Und Ahl Sunnah wal Jama'ah haben, um den Iman zu definieren, fünf Sachen Pflicht gemacht. Qawlun bil lisan. Erstmal Aussage mit der Zunge. Wa'atiqad bil qalb. Und Glauben im Herzen. Wa'amal al qalb wa'amal al jawarih. Und die Taten des Herzens und die Taten des Körpers. Yazid bil ta'ah. Er nimmt zu, wenn man Allah gehorcht. Wa'anqus bil ma'asir. Und der Iman nimmt ab, wenn man Sünde macht. قول باللسان. Das Aussage mit der Zunge. واعتقاد بالقلب. Und das Glauben im Herzen. وعمل القلب وعمل الجوارح. Und die Taten des Herzens und die Taten des Körpers. يزيد وينقص. Und der Iman nimmt zu und nimmt ab. سؤال. Frage. رجل يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باللسان لكن لا يعتقد بقلبه. ماذا نقول عنه؟ Jemand, der sagt alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mit seiner Zunge, aber er glaubt nicht in seinem Herzen. Was sagen wir? يقول كل شيء قال به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لا يعتقد بقلبه. كفر. هو مسلم وليس بمؤمن. Das ist kufr. كفر على ما نزل محمد صلى الله عليه وسلم.
منافق نفاق اعتقادي في الدرك الأسفل من النار أشد من الكافر. نعم. Jemand, der alles ausspricht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aber keinen Glauben im Herzen hat. Was sagen wir über ihn? Wir sagen, er ist ein Heuchler in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers. Die zweite Frage. يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد كل شيء لكن ما يقول بلسانه وهو قادر على الكلام. ثاني مرة أخرى. نعم. Und die zweite Frage ist, jemand verglaubt alles, was der Prophet صلى الله عليه وسلم gebracht hat, aber er sagt es nicht mit seiner Zunge, obwohl er sprechen kann. يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصرح بلسانه وهو قادر على الكلام. نعم. Er sagt also, er sagt nichts, obwohl er sprechen kann, aber er glaubt an alles, was der Prophet صلى الله عليه وسلم gebracht hat. نعم. ماذا نقول عنه؟ مؤمن فاسق عاصي كافر يعتقد لكن ما يتكلم بلسانه ابدا ولا اقول انه مسلم ولا اقول شيء متكبر مجرم منافق كافر ائمة الكفر على هذا فرعون على هذا ابليس على هذا ابو جهل على هذا. نعم. Die Führer des Unglaubens, wie der Pharao, wie Abu Jahl und alle anderen Führer des Unglaubens sind auf dieser Situation gestorben. Iblis erteckt? Glaubt der Shaitan? Na'am, qala bi lisani? La. Hat er mit seiner Zunge gesagt? Fir'aun erteckt? Hat Pharao gesagt? Na'am, qala bi lisani? Nein. La. Nicht Shaitan. Qulna al-Iman labud fi min umur khamsa. Qawl, amal, i'tiqad, yazid, wa yanqus. Na'am. Deswegen, wir haben gesagt, dass es unbedingt fünf Sachen sein müssen, wenn man glauben will, und zwar, dass man mit dem Mund vorspricht, mit dem Herzen glaubt, mit dem Herzen und dem Körper Taten bringt und dass der Iman zunimmt und abnimmt. Man yadkhul li arkan al-Iman. Wer sagt uns jetzt die Säulen des Iman? Al-Baqiyya, ma'a al-arkan Iman? Wissen die anderen das nicht? Kam arkan al-Iman, ya Rajul. Welche Säulen hat nach dem Iman? Naam. أركان الإيمان في الإسلام ستة. نعم. الأول أن تؤمن بالله. نعم. Und die Säulen des Glaubens sind sechs und die erste davon ist, dass man an Allah glaubt. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الله أعلم نكتفي بهذا بعد المغرب. Der Glaube an Allah ist, dass man an Allah glaubt, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten und an den Tag der Auferstehung und an die Vorherbestimmung Gut und Böse. Jetzt kommt die Fragerunde und die Fragerunde bedeutet, dass der Chef uns fragt. Wir dürfen nicht fragen. Er ist hierher gekommen, um zu fragen. Ich bin der أوعدنا أخواننا بعد صلاة المغرب إن شاء الله ما يتخلف عنه.